Erste regelmäßige Flugverbindung. Turkish Airlines fliegt jetzt dreimal wöchentlich Mazar-i Sharif an. Am frühen Morgen des 20. November 2013 landete die erste Maschine der Turkish Airlines in Mazar-i Sharif. Von jetzt an wird die Fluglinie von unterschiedlichsten Flughäfen Europas den Norden Afghanistans anfliegen. Damit verbindet erstmals regelmäßig eine europäische Fluglinie Mazar-i Sharif mit dem Westen. Ähnlich dem Übergang am Bosporus in Istanbul schlägt die Türkei hier nicht nur metaphorisch eine Brücke zwischen Okzident und Orient. Provinzgouverneur Mohammed Atta unterstreicht die besondere Bedeutung dieser Anbindung und ist von der Hoffnung getragen, dass auch andere europäische Länder den Flughafen Mazar-i Sharif zukünftig anfliegen werden. Wie eng die türkisch-afghanische Freundschaft ist, wird durch diese Verbindung deutlich, so der türkische Generalkonsul, und er bedankt sich bei General Vollmer für den Bau des modernen Flughafens, der diese Brücke zur Welt erst möglich macht. Die Bedeutung für das Regionalkommando Nord ist, dass wir damit einen ganz großen Sprung nach vorne gemacht haben. Und das ist eine Krönung von unserer Arbeit, die wir geleistet haben. Wir, die Soldaten, haben die Sicherheit gewährleistet. Unsere Luftwaffe hat mit daran gewirkt, diese Runway, dass sie gebaut wurde, mit NAMSA-Mitteln damals. Wir sind heute noch verantwortlich für die Luftraumkontrolle, übergeben das aber auch Schritt und Schritt an unsere afghanischen Freunde. Und dass wir hier heute in einem nagelneuen, auf höchstem Standard stehenden Flughafengebäude sind und heute feiern können, dass ab sofort regelmäßig dreimal in der Woche Istanbul von hier aus angeflogen wird, ist ein großartiger Tag und unterstreicht den Erfolg, den wir hier alle gemeinsam erzielt haben im Regionalkommando Nord. Ein wichtiger Baustein für das wirtschaftliche Wachstum im Bereich des Regionalkommandos Nord und ein Zeichen für die stabile Sicherheitslage im Norden Afghanistans.